Willkommen, ihr Raketenbauer. Mein Name ist Kathy Eng und ich spreche Feifei in die bunte Seite des Monds. Heute lernen wir zusammen, wie wir unsere eigene Flaschenrakete bauen können. Backpulver, Essig, eine Plastikflasche, Klebeband und Styropor? Aber wie soll eine Plastikflasche mit einem angeklebten Schaumstoffkegel fliegen können? Das ist das Spannende an Wissenschaft. Nur durch eine einzige chemische Reaktion wird unsere Flaschenrakete in den Himmel getragen. Weiß jemand von euch, welche zwei Dinge vermischt eine chemische Reaktion auslösen, die unsere Flaschenrakete abheben lässt? Gleich werdet ihr es rauskriegen. Eure Flaschenraketen werden euch nicht ins Weltall tragen, so wie die, die Feifei im Film gebaut hat. Aber sie können weit über eure Köpfe fliegen und einen ganz schönen Dreck hinterlassen. Also macht das nur im Freien, mit ausreichend Platz und in Begleitung eines Erwachsenen. Tragt unbedingt eine Schutzbrille. Wenn ihr zu Hause keine habt, tut es auch eine Sonnenbrille. Denkt dran, richtet eure Rakete niemals auf Personen, Tiere oder Objekte und haltet beim Start genügend Abstand. Um eine Flaschenrakete starten zu können, brauchst du sowohl Forscherdrang als auch Kreativität. Bevor wir uns mit den chemischen Vorgängen beim Start beschäftigen, brauchen wir eine Idee für die Konstruktion. Was inspiriert euch? Warum wollt ihr eine Rakete bauen? Wir werden allen beweisen, dass es sie gibt. Feifei baut ihre Rakete mit viel harter Arbeit, Geduld und erlebt viele Fehlschläge. So viele Fehlschläge, dass jeder eine Expedition zum Mond für unmöglich halten würde, aber nicht Feifei. Sie wusste, dass alles möglich ist. Wenn du an dich selbst glaubst und niemals aufgibst, wirst du es schaffen. Sollte deine erste Flaschenrakete heute nicht abheben, geh wieder ans Zeichenbrett und konstruiere weiter. Jedes Teil bringt meinen Traum ein Stückchen in die Wirklichkeit. Okay, let's go. Lasst uns anfangen. Zuerst nehmen wir die Flasche und zeichnen den Umriss des Flaschenbodens auf den Schaumstoffkegel. Bitte einen Erwachsenen um Hilfe und schneide mit einer Schere oder einem Schablonenmesser eine Öffnung in den Kegel, in die die Plastikflasche hineinpasst. Achtet darauf, dass ihr die Wasserflasche so anbringt, dass der Verschluss nach unten zeigt. Als nächstes schneidet ihr Schlitze für die Raketenflügel in den unteren Teil des Kegels. Unter diesem Link könnt ihr die Vorlage ausdrucken. Dann zeichnet ihr die Schablonen auf der Schaumstoffplatte nach und schneidet sie zusammen mit einem Erwachsenen aus. Schiebt die ausgeschnittenen Flügel in die Einbauschlitze an eurem Kegel und befestigt das Ganze mit Klebeband. Wofür brauchen wir wohl das Backpulver und den Essig? Finden wir es heraus. Jetzt wird es mir klar. Das lässt eure Rakete abheben. Wenn ihr die Säure, Essig und das basische Backpulver zusammenbringt, entsteht ein völlig neuer Stoff. Das Gas Kohlendioxid. Das Kohlendioxid baut einen Druck in unserer Flasche auf. Und wenn dieser Druck hoch genug ist, knallt der Korken aus dem Verschluss und treibt die Flasche voran. Jetzt sind wir mit der Grundkonstruktion der Rakete fertig und wir können sie dekorieren. Wer könnte uns besser dabei helfen als die lustige Familie vom YouTube-Channel Toys and Colors? Danke, Kathy! Hi, ich bin Jenny. Hi, ich bin Alex. Hi, ich bin Wendy. Hi, ich bin Onkel Sam. Wir sind vom YouTube-Channel Toys and Colors. Wir werden euch beim Gestalten der Flaschenrakete helfen. Ihr könnt Stifte, Sticker, Wattebällchen, Geschenkband, farbiges Klebeband und Malfarben verwenden. Gestaltet sie einfach, aber lustig. Wie Kathy schon sagte, ist es wichtig herauszufinden, was euch inspiriert. Mich inspiriert die Mondgöttin Shanga. Sie trägt ein hübsches grünes Kleid, also bemale ich meine Rakete grün und klebe grünen Glitzer drauf. Wie findest du's? Sie erinnert mich wirklich an Shanga. Das ist echt cool. Onkel Sam, du kannst die Sternsticker verwenden. Tolle Idee, danke Wendy. Eure Raketen sind so lustig, aber ich möchte eine Höschenflaschenrakete machen, so wie Bungee.
Ich klebe Wattebällchen drauf und nehme Pappe für die kleinen Hasenohren. Da muss noch Bungee drauf. Alle haben eine Idee, nur ich weiß nicht, wie ich meine gestalten soll. Das macht nichts, Wendy. Es muss kein Ort oder eine Person oder gar ein Häschen sein. Was inspiriert dich? Oh, ich weiß. Mich inspiriert Feifeis Liebe. Also schmücke ich meine Rakete mit Herzen und Bildern von Menschen, die ich liebe. Jetzt sind wir fertig und können uns auf den Start vorbereiten. Kathy wird uns zeigen, wie wir unsere bunten Raketen aus dem Garten in den blauen Himmel steigen lassen. Vielen Dank für eure Hilfe. So, liebe Forscher zu Hause, ihr habt die Raketen mit eurer Inspiration gestaltet. Ihr habt etwas über Physik gelernt und ihr wisst, wie ihr eure Rakete zum Fliegen bringt. Nehmt das Backpulver, den Essig, einen Korken und Papiertücher mit an einen sicheren Startplatz. Zuerst gießt den Essig in die Rakete und wickelt das Backpulver in ein Stück Papiertuch. Die Papierverpackung wird die Reaktion etwas verzögern. Dann stopft ihr die Packung in die Flasche und verschließt sie sofort mit dem Korken. Dreht die Flasche um und stellt die Rakete auf ihre Flügel. Geht ein Stück zurück, um den Start aus einer sicheren Position zu beobachten. Genauso wichtig wie eure Kreativität und Vorstellungskraft ist Sicherheit. Also startet die Rakete nur in Begleitung von Erwachsenen. Team Toys and Colors, seid ihr bereit für den Start? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das war 7 Bungees hoch. Wisst ihr was? Ich fordere euch heraus, die Flughöhe vom Toys and Colors Team zu überbieten. Macht ein Video von eurem Raketenstart und postet euer Video unter Hashtag OverTheMoonNetflix. Ich bin gespannt, wie hoch eure Raketen geflogen sind.